Zurück nach Köln-Delbrück. Hier ist das Revier der Abschleppkönige Palke. Auf 10.000 Quadratmetern betreiben die vier Brüder seit über 25 Jahren Abschleppdienst, Werkstatt und Verwertungshof in einem. Und das für wirklich jeden Kunden. Alles klar, kommen wir raus, ne? Holen wir gleich ab. Danke, jo, bis gleich, tschö. Auch die Polizei braucht einmal Hilfe. Eines ihrer Fahrzeuge ist stehen geblieben und ist nicht mehr fahrtüchtig. Damit ist Stefan Palke heute mal der Freund und Helfer. Ja, es kommt schon mal vor, dass natürlich ein Streifenwagen auch liegen bleibt. Das ist ein ganz normales Auto, wie ein anderes Auto auch. Es kommt schon mal vor, dass die eine Verfolgungsjagd hatten und dass sie sich dann irgendwo im Matsch festgefahren haben, nicht aufgepasst haben, wie der Untergrund war. Oder es kommt schon mal vor, dass die Reifen platt geschossen werden, wie im Wilden Westen, sage ich mal. Oder auch platt gestochen werden, wenn ein Streifenwagen irgendwo rumsteht und nicht beaufsichtigt wird, dass dann Idioten vorbeigehen und meinten, die müssten die Reifen platt stechen. Sowas kommt leider schon mal vor, ja. 10 Minuten später ist Stefan Palke bei dem Polizeifahrzeug. Die äußeren Schäden am Wagen sind unübersehbar. Aus eigener Kraft schafft es das Polizeiauto wohl nicht mehr in die Werkstatt. Der letzte Einsatz war wohl doch etwas zu viel für das Fahrzeug. Ja, die haben eine Verfolgungsjagd gemacht in der Warner Heide, sind Leuten hinterhergefahren, die irgendwas Blödes angestellt haben, sind in eine größere Pfütze oder reingefahren und sind halt dann richtig dort abgesoffen in dem Wasser. Man sieht ja, dass das Wasser jetzt noch hier auf der Straße läuft, wenn man den Bus fast schräg stellt, dass noch all die ganzen Hohlräume mit Wasser noch gefüllt sind. Jetzt geht es nach Deutz, da hat die Polizei eine eigene Werkstatt, wo die ganzen Polizeifahrzeuge repariert werden. Die Polizei muss natürlich eine eigene Werkstatt haben, wo nur Beamte auch arbeiten. Unter Umständen sind da Waffen drin, irgendwelche wichtige Dokumente, ich weiß es nicht. Die Polizei lässt sich auch nicht die Karten reingucken, interessiert mich auch nicht. Ich mache meinen Job, bringe das Auto dahin und damit ist das Ganze für mich gegessen. Währenddessen bringen Mitarbeiter unter der Aufsicht von Bruder Harry in der Kölner Innenstadt eine neue Scheibe für ein Dach in Position. So, jetzt kommt die neue Scheibe. Oh, eine heimliche Aufnahme vom Snorre. Das gibt Abzug in der B-Note, halbes Gehalt nur. Der macht ja gar nichts, der steht da nur blöd rum. Der sollte eigentlich die Leute verscheuchen. Snorre, setz dich mal durch! Snorre ist Mitarbeiter und Mädchen für alles bei den Palkes. Ich glaube, der macht jetzt Außenwerbung für uns. Ne? Was wir so alles machen können, vielleicht mal ein Klavier heben, einen alten Toaster, sonst irgendwas übers Haus rüber. Ich glaube, der schafft uns gerade einen neuen Auftrag hier. Oh ja, einen ganz großen Auftrag zieht Snorre da an Land. Hören wir doch mal rein. Wenn Sie von hier kommen, eine nach der Drempe Hauptstraße, fahren Sie links rein. Immer geradeaus und da. Harry hingegen muss sich wieder um seinen Auftrag kümmern. Soll ich ziehen? Was? Hochziehen? Ja. Kranspezialist Harry Palke muss eine 120 Kilogramm Glasscheibe durch das enge Stahlgerüst nach oben ziehen. Eine Gefahr für ihn und die Passanten. Kommt gut, ne? Insgesamt 4 Stunden dauert der Einsatz bereits. Die Kosten hierfür übernimmt die Stadt Köln. Schließlich sitzt die Scheibe. Da ist auch Mitarbeiter Snorre beeindruckt. Hat ja alles einwandfrei funktioniert, würde ich jetzt mal so sagen. Hat der Harry schon gut gemacht? Oder haben die das Team schon gut gemacht? Sagen wir mal so. Ich mal außen vor. Ich stand ja mehr hier rum und hab ein bisschen aufgepasst. Und hab ja, eine Kürbis-Pommes gegessen, ein Bierchen getrunken, wunderbar. So lässt sich's leben, so kann man arbeiten. So, Harry, jetzt haben wir wohl erfolgreich abgeschlossen. Ja.
Keiner verletzt, Scheibe noch ganz, was in meinem Beruf ganz wichtig ist. Ja, das glaube ich allerdings auch. Das war ja ganz schön tricky, hier oben durchzukommen. Ne? War nicht einfach, aber ich habe ja den besten Kranführer der ganzen Stadt. Ja, was meinst du denn jetzt? Wer ist denn jetzt der Held? Bin ich der Held oder bist du der Held? Immer der Kranführer ist meinst der Held. Meinst du doch nicht? Ja, ja, an deinem was? Haken hängt unser Leben. Ja, aber du hattest ja die Verantwortung, oder nicht? Du hast ja, gesagt, ich muss ja nur runter, bezahlen. Rechts, ja, links, ne? Nein, ich möchte mit dem Spielzeug nicht verheiratet sein da. Einmal falsches Knöpfchen gedrückt und das ist eine Katastrophe. Dann schlägt der aus, dann macht er was von Öl. Ich habe schon böse Sachen erlebt. Wir haben schon durch einen dummen Kranführer alle an einer Scheibe gehangen, die sich wie ein Segel gebogen hat. Nur weil der anstatt rein rausgezogen hat. Und wir standen auf dem Gerüst und keiner meiner Mannschaft hat losgelassen. Dann wären nämlich alle ins Krankenhaus gekommen. Ja. Wir haben die alle am Ende festgehalten, wir haben in der Mitte gezogen und die war wie so ein Segel gebogen. Ich war so sauer, aber das darf ja. Wahrscheinlich jeder, ne? Aber wir wollen nicht mit jedem arbeiten. Nein, das darf nicht jeder. Da musst du schon Führerschein für haben. Ne? Und wenn du das so sagst, dann bin ich natürlich der Held, oder? Okay. Ist ja selbstverständlich, oder? Solange meine Scheibe ganz bleibt und meine Mannschaft gesund in die Pause gehen kann, bist du der Held. Alles klar, geklappt. Kein Problem. Wir sehen uns, ne? Ja, alles klar. Ne? Gut, hast du etwa geschnitten? Ja, aber nicht an der Scheibe, war eine andere Scheibe. Bei Hobbyarbeit, weißt du? Ja, das sollst du ja nicht machen, ne? Ja, eben. Nächstes Mal rufe ich dich an, ne? Mach dann. Helden brauchen auch mal eine Pause. Und die gönnt sich Harry nun nach immerhin 6 Stunden Arbeit.